Ich bin ja keine Leserin von Klappentexten eigentlich. Und als ich die dann hier gelesen hatte, zum größten Teil, habe ich gedacht, Donnerwetter, eigentlich, wenn ich an das Buch denke, deshalb finde ich, passt das Cover so gut, ist es immer Nacht. Also es ist im Grunde ein, wirklich ein Buch, wo es finster ist und wo man so kleine, kleine Lichter hat. Und dann habe ich dann hier heute, ehrlich gesagt, auf dem Weg hierher gesehen, ich will Geschichten schreiben, die leuchten. Und dann sagen Sie, Sage ich über sich selbst. Was bringt für Sie eine Geschichte zum Leuchten? Was macht das für Sie aus? Letztens hat mich das auch jemand gefragt vom vom Leipziger Studentenradio. Und ich saß da wie erschlagen. Warum leuchten Ihre Geschichten? Was haben Sie damit gemeint? Ich saß da und wurde, ich sag, verdammt nochmal, ich kann es nicht ändern. Mach das Band erstmal aus. Ich muss nur 10 Minuten überlegen. Und dann, was bringt Geschichten zum Leuchten? Für Sie als Leser vielleicht, nicht nur als Schriftsteller. Gewisse Emotionalität, wenn was passiert, wenn zwischen Personen in bestimmten Situationen etwas entsteht, ein Band oder irgendwas passiert, und was aber nicht so ausgeschrieben wird, dass eben unter der Oberfläche, wie das so dieses typische Kurzgeschichten-Eisberg-Prinzip, da oben und unten, und dass etwas passiert, etwas, das emotionale, ich will keine Anglizismen einbringen, aber man tendiert ein emotionaler Outburst oder irgendwie sowas. Also eine zwischen Personen, bestimmten Situationen und auch eine, dass in einer dunklen Welt auch dann Poesie erzeugt wird. Und Wärme. Ja. Und was ich immer sage, wenn ich lese, ich erwarte als Leser, dass mich, wenn ich ein Buch lese, dass es emotional etwas in mir auslöst. Es gibt Bücher, die sind gut, aber die sind vollkommen belanglos. Die liest man, die werden vergessen. Werden jetzt gefeiert und werden irgendwann vergessen. Mhm. Emotional was auslösen, das ist auch das Leuchten, das Leuchten ja auch von außen als Leser, dass man sieht, da ist etwas, es ist ein Kosmos, ein kleiner Kosmos in einer großen Welt, den der Autor jetzt in dem Augenblick so plastisch gemacht hat, wie in der kleinen Glaskugel. Wird immer besser. Ja, absolut. Es fällt mir jetzt erst alles ein. Ich wollte mich auf diese Fragen immer vorbereiten. Es sind natürlich auch Dinge, die man als Autor nicht ganz genau beschreiben kann. Mhm. Weil ich glaube, in dem Augenblick, wo man selber merkt, wie man es macht, dann ist vorbei. Mir ist aufgefallen, fand ich, im Vergleich zu Als wir träumten, wobei es ja sowieso das eine Buch ist das eine und das hier ist das andere. Aber ich fand, dass sie eine... der Begriff ist immer literarisch schwierig, aber dass es eine Art Zärtlichkeit gibt für ihre Figuren. Also, dass sie geschildert werden mit so einer Behutsamkeit, die einen unwahrscheinlich für sie einnimmt. Haben Sie selbst einen Lieblingshelden aus diesen Stories? Oder eine Lieblingsgeschichte? Also, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Fliehende, die Laterne und Mary Monroe, mit diesen Drogensüchtigen, aber... Ich sag mal, wenn ich einen nenne, sind die anderen böse mir, weil ich die ja alle mit Herzblut geschrieben habe, wirklich. Aber auch mit der gleichzeitigen Distanz, sage ich immer, die man dazu braucht. Aber eine Lieblingsfigur, die verschiedenen, das sind viele, die mir sehr nahe stehen. Auch in ihrer, der eine, der mit dem Schwulen rumreist und die da auf dem Schwulenstrich, jetzt wird es politisch ungerecht, ich sage es politisch korrekt, Homosexuelle. Körperlich, unter Androhung körperlicher Gewalt ihres Geldes entledigen. So. Ja, diesmal unkorrekt gesagt, ist ja bestimmt besser. Und der ist mir eigentlich auch sehr nah, weil das auch ein brutaler Mensch ist. Die schlagen Leute zusammen. Wie stellt man eine Figur dar, die offensichtlich Scheiße bauen? Die prügeln Leute zusammen, klauen denen das Geld, reisen rum ohne Ziel. Wie macht man den, bringt man den im Leser nahe, dass er den mag, was spürt. Ja, dass er den auch so sein lässt, ohne ihn sofort abzulehnen. Ja, also diese Helden interessieren mich schon, dieser Typus des zerbrochenen Helden, auch eines Anti-Helden. Ja. Jetzt dieser Band erhält ja Geschichten, Stories, heißt das? Gefällt mir sehr gut. Wir haben ja auch wirklich was Amerikanisches. Ja. Haben Sie die schon sozusagen nebenbei manchmal geschrieben oder sind die entstanden? Alles neu. Keine einzige. Die erste, die ich geschrieben habe, war Reise zum Fluss. Und die war die erste, und dann kam noch eine zweite, und dann irgendwann rief der Verlag mal an und Pläne für ein neues Buch. Ich sage, nee, aber wir haben noch zwei schöne Geschichten und ich kann ja einen Erzählungsband machen. Damals dachte ich schon nicht so an die Storys, und die waren sofort begeistert und gesagt, ja klar, Vertrag gemacht, Geld ist geflossen und wurde ausgegeben und verschwendet. Und dann habe ich mich hingesetzt. Aber ich hatte Ideen natürlich, die im Laufe der Jahre sich irgendwo ansammelten. Ideen. Einfach so,
Story auch deshalb, weil ich sage, wenn ich eine Idee habe, die springt mich an und dann muss ich sagen, da muss ich was draus machen. Das ist eine Story, wie in der Presse. Das ist eine Story, da wird was draus gemacht. Und so ist es dann gewesen. So hatte ich 15 Geschichten und ich habe jede Geschichte so angegangen wie einen kleinen Roman, wie einen kleinen Film. Also wirklich aller Kraft, die ich hatte. Ja, wie ein Film, ja. Stimmt, ja. Und also keine Schubladengeschichten, alles neu und...